Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part haben wir Welt 3 betreten und in diesem Part wollen wir genau da auch weitermachen. Und ich glaube, dass wir in diesem Part zum ersten Mal Kometen erleben dürfen im Einsatz. Und was genau es damit auf sich hat, werde ich euch dann noch zeigen. Aber ich meine, ihr habt es ja jetzt schon oft genug gesehen. Aber trotzdem, ich glaube, jetzt dann dürften sie, ich glaube, nach der Flammenwandler-Galaxie dürften die eigentlich auftauchen. Aber sehen wir ja noch. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt auch gleich die Flammenwandler-Galaxie. Das ist nämlich die offiziell zweite Galaxie hier aus Welt 3. Und da werde ich euch jetzt am Anfang die Challenge auch wieder erstmal nicht erzählen, denn die Challenge spielt diesmal auch nicht wieder in der ersten Mission, sondern diesmal in einer geheimen Mission, denn eine zweite Mission gibt es hier gar nicht. Es gibt hier die erste normale Mission, eine geheime Mission und einen Kometen, und in der geheimen Mission wird der Komet dann wird die Challenge dann stattfinden, das wollte ich damit sagen, genau. Und werde ich dann eben gleich zeigen, was genau wir da tun müssen. Aber erstmal spielen wir das Level normal durch. Ist wieder mal eine Galaxie, wo wir vor allem viel auf die... Ach, lass dich halt besiegen, du Idiot. Vor allem viel auf die Wolkenblume setzen müssen, die ja auch wirklich richtig cool ist, muss ich schon zugeben. Es ist, glaube ich, wirklich mein Lieblings-Power-Up hier aus Galaxy 2 oder allgemein aus Galaxy 1 und Galaxy 2 im übertragenen Sinn. Aber es ist eh so übrigens, dass alle Power-Ups aus Galaxy 1 auch hier in Galaxy 2 wieder vorkommen werden. Manche nur in einer Galaxie. Oder nur in einer Mission, aber trotzdem, ich glaube wirklich jedes Power-Up, das in Galaxy 1 es gab, kommt auch hier in Galaxy 2 wieder vor. Und ich glaube wirklich, die Wolkenblume ist da mein Favorit von allen, muss ich sagen. Obwohl der Wirbelbohrer ist auch ganz cool, aber nee, die Wolkenblume ist cool, aber mit der kommt man wirklich überall hin, so ziemlich, und das ist schon ganz witzig auf jeden Fall. Da kann man ein paar Münzen sich holen, aber ich werde, glaube ich, jetzt erstmal hier am Anfang die normale Mission spielen und danach dann erst den geheimen Stern. Denn für den geheimen Stern braucht man wieder ein paar Münzen, muss nämlich wieder einen Münzenblumer bezahlen. Und das werde ich dann erst euch gleich zeigen, was genau man da tun muss, wo der ist. Man kann ihn sogar, man konnte ihn sogar gerade eben schon ganz, ganz kurz erkennen, wenn ihr ganz genau hingesehen habt. Aber nur, wenn ihr ganz genau hingesehen habt. Aber ist auch egal. Jetzt müssen wir gleich wieder. Okay, ja, jetzt kann ich ihn sehen. Lass ihr ihn auch. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Hier können noch ein paar Sternteile kommen übrigens. Yay. So, hier weiter. Und jetzt können wir aber gleich alle sehen. Moment. Denn da ist er. Hallöchen. Und ich kann gleich mal kurz mit ihm reden, dass wir wissen, wie viele Münzen der denn so haben will. Ich habe auf jeden Fall nicht genug, ich habe mit Absicht nicht so viele eingesammelt. 30 will er haben, okay, alles klar, nein, habe ich nicht. Wenn ich übrigens aber sicher sagen würde, dann würde er einfach sagen, ja, du hast nicht genügend, bla bla. Und so weiter und so fort. Also das machen wir dann erst beim zweiten Mal, wenn wir das nochmal spielen. Aber erstmal spielen wir, wie gesagt, die Mission hier ganz normal. So, also ihr seht auch immer, dass man hier den Wind ausnutzen muss. Und hier jetzt eben nach oben kommen muss, zum Beispiel in den ganzen Sachen hier ausweichen sollte. Man kann aber übrigens hier nicht zerquetscht werden. Also man stirbt nicht, wenn man hier zerquetscht wird. Ich glaube, man fällt dann einfach durch die Wolke wieder durch und muss dann halt wieder von unten aus starten. Deswegen da auf jeden Fall schon trotzdem aber gut aufpassen, klar. So, und übrigens hier kann man auch wieder, hier kann man etwas Cooles anstellen. Obwohl, kriege ich das tatsächlich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, will ich mal kurz testen, wo war der letzte Checkpoint? Da unten war einer, ne? Ich will mal kurz was testen, ich will wieder ein bisschen rumexperimentieren. Und zwar, man kann wieder einen coolen Glitch machen, wenn man will. Und zwar, ich hoffe, ich kriege das jetzt mal hin, aber es ist nicht einfach. Ja, obwohl, wenn man mich will, hier so am besten. So, ich will nämlich darüber kommen zu der Kampfarena. Und das aber ohne diesen Warper dazu benutzen. Ja, nee, geht nicht weit genug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das irgendwie schaffen kann. Ich habe das mal geschafft, irgendwie darüber zu kommen. Ich weiß noch nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall, da passiert dann was sehr Witziges. Das kann man in anderen Galaxien auch noch schaffen. Dass man zu der Kampfarena kommt, ohne überhaupt auf diesen Porter da gegangen zu sein. Und da passiert dann was sehr Witziges. Und das will ich eigentlich mal noch kurz zeigen, wenn ich das noch schaffe. Vielleicht soll ich das von der anderen Plattform da drüben machen. Nicht von der aus, sondern von der da drüben. Ja, das ist, glaube ich, sinnvoll, weil die ist ein bisschen höher gelegen. Und da ist da auch eine Wolkenblume da drüben? Oder ist da gar keine? Das wäre schlecht. Ich nehme mal kurz nochmal hier eine mit. Aber da hinten, nee, da hinten ist keine mehr. Ja, das ist natürlich dann auch schlecht, weil ich brauche auf jeden Fall... nee, hier ist keine mehr. Ja, okay, also zwei brauche ich... Ja, nee, aber ich kriege es gerade nicht mehr hin. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wenn man da nach hinten kommen würde, dann könnte man nie mehr zurückkommen. Das ist nämlich sehr witzig. Also man kann da alle Gegner besiegen, ganz normal. Wenn man das aber gemacht hat, dann werden die drei One-Ups, die man normalerweise bekommen sollte, nicht auftauchen. Und man wird auch danach nach einer bestimmten Zeit nicht wieder zurückgebracht. Also man hängt dann da auf immer und ewig fest und muss sich dann halt umbringen. Und das ist die einzige Möglichkeit, da zu entkommen. Das ist auch sehr witzig. Aber man kann da, glaube ich, schon irgendwie hinkommen. Ich werde mal später das aber noch besser zeigen. Denn es gibt noch auf jeden Fall einen anderen Ort auch, wo man das auch schaffen kann, in einer anderen Galaxie. Werde ich euch schon noch zeigen, wenn es soweit ist. Übrigens, der ist ziemlich fies, weil der kann auch die Wolken zerstören, wenn der hier so nach unten prescht. Deswegen bei diesem Vogel da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufpassen, weil der kann ziemlich fies sein. Ich glaube, da oben ist ein One-Up. Eine mehrere sogar, die wir uns holen können. Ja, okay, meinetwegen. Wir haben ja erst
21 jetzt. Da brauchen wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr One-Ups, weißt du? Oh Gott, hier war. Ich dachte, hier wäre Boden gewesen. Hilfe! Schüttel, oh Gott, das war jetzt fast ein bisschen knapp. Ich wäre jetzt fast gestorben. Aber ich habe mich noch retten können, zum Glück. Hui. Also hier auf jeden Fall immer schön viel mit den ganzen Sprüngen von Mario arbeiten. Mit Weitsprung oder auch mit Rückwärtssalto oder sowas. Dann kann man auf jeden Fall hier gut Sachen anstellen. Übrigens, die Kometenmünze haben wir noch gar nicht gefunden. Aber die kommt hier noch. Keine Bange. Die kriegen wir hier auf jeden Fall noch. Und hier, wenn man zerquetscht wird, stirbt man auch. Deswegen auf jeden Fall hier kurz warten. Bei diesem sicheren Bereich hier. Und erst jetzt wieder nach oben. Und dann übrigens da oben ist auch schon der Stern. Da haben wir auch schon diese Mission hier geschafft. Also hier ist auch, glaube ich, nicht mehr. Also ist auch eine ganz nette Galaxie. Aber ist jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht so was Besonderes. Das einzig Coole eigentlich an der Galaxie ist die Wolkenblume, das sicher vorkommt. Aber ansonsten ist die jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so spektakulär, finde ich. Aber na gut. So. Ein weiterer Stern für uns. Und jetzt frage ich mich, ob es jetzt passiert, dass jetzt die ganzen Kometen auftauchen. Denn wie gesagt, langsam wäre es mal an der Zeit. Wir schauen mal. Ja, wir dürfen weiter. Und? Nein. Ah ne, okay, es passiert was ganz anderes. Luigi! Oh, hallo Bruderherz, dreimal darfst du raten, ich helfe dir von nun an, nach dem Powerstern zu suchen. Also sprich mich einfach an, wenn du mich in einer Galaxie dort draußen treffen solltest. Dann bin ich an der Reihe, das Universum zu retten. Yay! So, genauso ist es, denn wir können jetzt auch immer in bestimmten Missionen als Luigi spielen. Das werde ich auch zwischendrin öfter mal machen, weil das ganz witzig ist eigentlich. Auch ich möchte nach Powersternen suchen. Wenn du mir über den Weg läufst, sprich mich einfach an. Das Universum zu retten ist auch etwas für mich. Denn, wie gesagt, Luigi hat ein bisschen andere Fähigkeiten als Mario. Deswegen, ihr dürft ja auch Luigi eigentlich niemals benutzen, was ein bisschen schade ist, ja. Aber ich wollte es eben nicht erlauben, weil ansonsten vielleicht manche Sterne viel einfacher wären. Weil er eben ein bisschen höher und auch weiter springen kann. Aber werde ich euch schon noch zeigen, wenn der öfter mal vorkommt. Und es sind noch keine Kometen aufgetaucht, schade. Also eigentlich, das müsste schon durch eine Cutscene oder sowas kommen, deswegen, das passiert nicht einfach so. Das kriegen wir schon noch mit auf jeden Fall. So, dann spielen wir jetzt die Mission, oder die Galaxie meine ich nochmal. Und schauen uns jetzt den geheimen Stern an. Und dort werde ich dann, euch dann eben auch gleich die Challenge verraten. Also die Challenge beginnt quasi auch erst wieder beim geheimen Stern, denn das ist wieder ein extra Planet dann, der erscheinen wird, wenn wir den Luma bezahlen. Und bis zu dem Planeten hin dürft ihr wieder alles ganz normal machen, außer dass ihr halt wieder mal nicht getroffen werden dürft, das zählt ja immer, klar. Aber ansonsten dürft ihr hier alles ganz normal machen und müsst nichts Besonderes beachten. Da ist übrigens auch schon Luigi, wir spielen mal kurz mit ihm. Hey, hallo Bruderherz, wieder auf der Suche nach Powerstern. Ich kann dich ablösen. Wenn du möchtest, kannst du als Luigi spielen, japp. Also entscheide dich, wer von uns soll hier sein Glück versuchen? Ich spiele mal als Luigi. Ja! Sehr schön, kann ich euch gleich mal zeigen, was der jetzt so alles drauf hat im Vergleich zu Mario und was so anders ist an ihm. So, erstmal, ich will dich erstmal töten, dass du nicht im Weg bist. So, wir konnten schon gerade eben was erkennen. Denn wenn ich laufe und anhalte, dann rutscht Luigi ziemlich weit. Deswegen muss man an Kanten sehr gut aufpassen, weil das kann ihm wirklich ziemlich einfach passieren, dass er dann einfach mal hier runterrutscht. Deswegen, ja, da sehr gut aufpassen. Aber das ist seine Sprungfähigkeiten sehr viel besser. Also er kann mit der Rückwärtshaltung zum Beispiel, ist richtig episch. Mit dem kommt er auch so ziemlich überall hin, das ist heftig. Also der geht ein bisschen, ich glaube, der ist so hoch wie der Dreisprung von Mario und geht dafür auch mega weit. Und der Dreisprung von ihm geht dann so hoch wie kein anderer Sprung von Mario. Hui, da strampelt er auch mit seinen Beinen so in die Luft. Huja, genau. Sehr cool. Und der Weitsprung geht auch mega weit von ihm, auch weiter als der von Mario. Also Luigi ist schon echt ein cooler Springer auf jeden Fall. Und erst recht, also mit der Wolkenblume, da kommt Luigi wirklich überall hin. Und zwar wirklich, das ist absolut heftig. Weil mit der Wolkenblume kann man ja nochmal ein bisschen mehr in der Luft, Also man ist halt nicht so schwer eben. Und ist ein bisschen floaty. Und deswegen kommt man hier wirklich mit Luigi überall hin. Mit einem Weitsprung mit der Wolkenblume. Das ist echt heftig. Schau euch das mal an. Das ist echt der Wahnsinn, wie weit Luigi hier überall hinkommen kann. Das ist schon echt richtig cool auf jeden Fall. So, ah genau, ich wollte ja Münzen sammeln, verdammt. Jetzt hab ich's wieder vergessen, Moment, ich muss Münzen... Nein! Das war knapp. Da haben wir schon, dass Luigi eben von Kanten sehr leicht runterfallen kann. Also da muss man dann schon wirklich gut aufpassen, dass das nicht zu sehr passiert. Weil das kann schon dann schon mal schnell passieren. Also Luigi hat einerseits eben dadurch Vorteile, dass er höher und weiter springen kann als sein Bruder. Aber dafür kann er halt auch leichter von Kanten runterrutschen. Deswegen hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile, mit den beiden zu spielen hier. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier, aber ich glaube, ich müsste genügend kriegen, denn jetzt dann gleich bei diesen Bonusmünzen, die da auftauchen, wenn ich da einfach alle bekomme, dann dürften das, ah, da kommt sogar hier auch einfach so hoch, gell? Dann dürften das auf jeden Fall genügend sein, die ich hier kriegen kann. Oder? Sind es 30? Ne, sind es nicht mal. Sind da hinten auch noch, aber da hinten dürfte ich auch noch ein paar Münzen kriegen, also ich krieg schon noch die 30 zusammen, keine Angst. So, ja, lass dich halt mal töten jetzt, bitte. Was zum, warum erwische ich dich nicht? Jetzt fällt es sogar noch, wow. Jetzt habe ich den in der Luft sogar so gekillt, das war jetzt auch cool aus. So. Übrigens, man kann auch hier abkürzen, das ist auch ganz witzig, man muss den Stern gar nicht benutzen. Das habe ich, glaube ich, in der Challenge auch gezeigt, man kann einfach hier rüber. Hui, das klappt nämlich.
Ja, okay, ich habe jetzt ein bisschen Geschwindigkeit verloren irgendwie. Aber man kann es sogar auch ohne Blume schaffen hier. Ja, doch ohne Wolke halt. Oder ohne Wolkenblume schaffen hier rüber. So, ich brauche noch zwei weitere, aber die kriegen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht sollte ich versuchen mit... Hier ist nämlich zum Beispiel noch eine oder hier. Also, vielleicht soll ich mit Luigi versuchen, da zu dem Kampfraum rüber zu kommen. Weil der das wahrscheinlich eher schaffen würde als Mario. Weil er eben ein bisschen weiter springen kann als er mit dem Weitsprung. Ich müsste halt ein bisschen... Ja, natürlich. Ein bisschen eine bessere Position aussuchen, von der ich überhaupt abspringe. Aber ich meine, wie gesagt, so wichtig ist es jetzt auch nicht, wenn ich euch das nicht zeigen kann. Ich versuch's mal kurz. Ich habe ja den Checkpoint da. Jetzt warte mal kurz. So, am höchsten Punkt. So, und nein, ich wollte einen Weitsprung machen. Ja, warte mal, fangen mal neu an. Ich will schon den Weitsprung... Was zum... Ich will schon den Weitsprung auf jeden Fall hinkriegen da, weil ansonsten ist es natürlich nix, ist klar. So, hoch da. Nochmal, am höchsten Punkt. Hui. So, und drüber. Zack. Und drüber. Zack. Und drüber. Nö, komm. Nein, ich hab's fast geschafft, habt ihr gesehen? Ich hab's fast geschafft. Ich war sogar schon an der Kante. Ach man, okay, aber ihr habt gesehen, es geht auf jeden Fall. Und wenn man eben rüberkommt... Also, ich habe alle meine Münzen verloren, echt? Man verliert alle seine Münzen? Was? Echt? Man verliert all seine Münzen, wenn man stirbt? Das wusste ich. Ich dachte, ich behalte die. Ach Gott, jetzt habe ich hier mega viel Zeit verschwendet. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ach man, es tut mir leid. Ach man, ey. Ja, das ist immer so blöd, wenn ich immer so viele Sachen zeigen will und dann... Ich dadurch dann nur total viel Zeit verschwende. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr es schaffen sollt, darüber zu kommen, was auf jeden Fall geht, dann könnt ihr gerne alle Gegner besiegen, aber es werden keine One-Offs auftauchen und ihr kommt auch nicht mehr zurück. Und ich lasse es mal Luigi links liegen, passt schon. Tut mir leid, mein kleiner Bruder, aber du stehst ja immer im Schatten von mir. Das weißt du ja, ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, dann kommt man halt nicht mehr zurück und ist halt auch ein weiterer... Yeah. Oh Gott, ey, das war auch knapp. Ein weiterer Glitch oder Bug, wie auch immer, den man da auslösen kann an der Stelle. So. Die Münzen will ich auch wieder kurz mitnehmen. Es geht ja auch auf Zeit. Ich glaube nicht, weil ich höre keine Soundeffekte, keine Uhr, die runterläuft. Aber vielleicht sind sie auch doch auf Zeit, keine Ahnung. So, okay. Gut. Ich habe jetzt auch ein bisschen beeilen, dass wir schnell wieder zurückkommen zum Luma, weil wir haben das ja schon alles jetzt mehrmals gesehen, das Ganze hier. Was hier so abgeht, das kann ich jetzt auch nochmal kurz zeigen. Wenn ich hier mit Mario an der Stelle eine Stampfattacke mache, dann komme ich nicht ganz hier zu der nächsten Trommel schon hoch, wie wir sehen können. Das schafft er nicht. Ah ne, okay, jetzt hat er es doch geschafft. Hä? Ich dachte, der schafft es nicht ganz. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall, hier die ganzen Münzen will ich haben. So, die gehen aber auf Zeit. Wir können ja auch eine Uhr hören und wir können es auch sehen, dass sie verschwinden. Ja, okay. Das hatte ich auch noch. Okay. Und zwei weitere kriege ich ja da eh wieder. Passt also alles. Und diesmal nicht wieder sterben. Das habe ich aber echt nicht gewusst, dass man Münzen verliert, wenn man stirbt. Das ist mir tatsächlich neu. Das ist sehr interessant, das Ganze. Aber na gut. So. Gut, hier zwei zu kriegen war ja sehr einfach. Einmal dich. Und einmal dich, gut. Aber übrigens, genau, ich glaube, hier unter diesem Viecher, unter diesem Liebpferd, ist da nicht ein One-Up? Nee, doch nicht. Ah, nee, ich glaube, am Anfang unter dem Dino war ein One-Up, glaube ich, beim ersten Planeten. Egal. So, Hallöchen, ich habe 30 Münzen. Da-da-da, jap. Aber sicher. Yay! So, und los, friss mal. Oh ja, das war's, ich bin voll. Verwandlung! So, und damit wird ein neuer Planet erschaffen und dort findet eben die Challenge statt. So. Das hier ist ein neuer Planet, genau. Und zwar, wenn ihr dann gleich bei dem Planeten ankommt und ihr die Challenge eben spielen wollt, dann müsst ihr kurz mal eine Sache machen. Leider nämlich euch umbringen. Es geht leider nicht anders. Und zwar, also Checkpoint aktivieren und dann müsst ihr euch aber umbringen. Ließ sich leider nicht anders lösen. So. Denn ihr müsst wieder mal den Stern jetzt hier einsammeln, ohne eine Wolkenblume zu benutzen. Sprich, wieder mal sowas ähnliches machen, wie auch schon in der Wattewolkengalaxie, hier auf diesen Wolken entlang jumpen, ohne eine Wolkenblume zu haben. Und hier, ihr könnt schon sehen, 5 Silber... Ich darf nicht die Kamera... Ego-Perspektive darf ich nicht, okay. Auf jeden Fall 5 Silbersterne einsammeln. Da, 1, 2, 3, 4 und ich glaube, da ist noch einer. 5, genau. Die müsst ihr alle einsammeln, ohne eine Wolkenblume hier zu benutzen. Also wenn ihr hier ankommt, einmal kurz durch umbringen und dann eben ohne die Wolkenblume das Ganze schaffen. Und das ist nicht einfach auf jeden Fall, denn wieder mal die ganze Zeit solche Sprünge hier zu machen, ist nicht easy. Und vor allem, was auch noch hinzukommt, jedes Mal, wenn ihr einen Silberstern einsammelt, dann kommt ein neuer Schatten-Mario hinzu. Also insgesamt am Ende werden es dann 4 sein, weil beim 5. werden die dann verschwinden, die euch wieder mal alles nachmachen, die Schatten-Marios. Deswegen, da müsst ihr auch gut aufpassen, dass euch die dann nicht zu Tode nerven. Und ihr könnt halt sehen, das Problem ist halt, dass man hier halt gar keinen festen Boden unter den Füßen hat. Ständig muss man nur auf diesen Wolken entlang jumpen. Und währenddessen noch den Schatten-Marios ausweichen und die Silbersterne einsammeln, das ist nicht einfach. Und deswegen hat sich die Challenge auch... Aber ich glaube, die hat trotzdem gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hat... Wie viel hat die? Genau, die hat nur 4 Sterne sogar. Das, was eigentlich sich viel zu leicht anhört. Also eigentlich müsste die mehr haben, wenn man sich das hier so ansieht. Aber hat sie doch gar nicht verdient.
Weil das ist nämlich gar nicht so schwierig wie in der Wartewolkengalaxie, weil diese Wolken hier, das sind nämlich ein bisschen andere als die aus der Wartewolkengalaxie, die sind ja auch ein bisschen dunkler und nicht solche ganz hellweißen. Und irgendwie bei denen ist es ein bisschen freundlicher tatsächlich, aus irgendwelchen Gründen. Da kann man das einfacher schaffen, solche Wolkensprünge zu machen, als noch in der Wartewolkengalaxie. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so, definitiv, dass das bei denen wirklich einfacher geht. Und deswegen ist es gar nicht mal so mega schwierig, das zu schaffen. Also einfach ist es auch nicht, nein, aber es ist trotzdem machbar. Und deswegen könnt ihr gerne mal probieren, auch wenn ihr vielleicht nicht so gut in dem Spiel seid. Wenn ihr ein bisschen übt, dann ist es wirklich schon auf jeden Fall schaffbar, das Ganze. Deswegen, es hat ja auch nur in Anführungszeichen 4 Sterne. Und jetzt geht's endlich los mit den Kometen. In der Stern-Yoshi-Galaxie ist ein Schabernack-Komet aufgetaucht. Okay. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien, sodass du sie teilweise gar nicht wiedererkennst. Aber klar doch, du hast ja auch schon fleißig Kometenmünzen gesammelt, nicht wahr? Je mehr dieser Kometenmünzen du findest, desto mehr der ominösen Schabernack-Kometen tauchen auf. Du kannst nun also endlich damit beginnen, die Powersterne der Kometen zu sammeln. Wir zählen auf dich, Steuermann. Jo. Und, warte mal, was kommt als nächstes für eine Galaxie? Moment, da kommt, die hier. Ja, da muss ich auch wieder beide Sterne spielen. Nee, dann werde ich auf jeden Fall den Kometen dann erst beim nächsten Mal da ein bisschen beginnen, mit denen nachzuholen. Beim nächsten Mal kommt nämlich eine kürzere Galaxie ein bisschen. Aber jetzt erstmal schauen wir uns noch die Grusel-Ether-Galaxie an. Ja, die ist auch ganz cool, weil so Buhu-Level oder Galaxien mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und das ist jetzt die erste. Es gibt insgesamt zwei in dem Spiel, die so geisterhausmäßig aufgebaut sind. Und zwar Birnbeeren-Panik im Buhu-Haus. Ganz genau. Schauen wir uns mal kurz an, was hier so zu tun gibt. Und zwar, ja, sieht alles wieder sehr ominös aus. Und da ist eine weitere Frucht und daneben ein Yoshi. Was hat das nur zu bedeuten? Das ist natürlich das dritte Power-Up für Yoshi, nämlich die Birnbeere. Oder, ja, ich glaube, eigentlich heißt die, heißt auch hier Leuchtbeere, oder? Glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde euch dann gleich zeigen, was sie so kann. Und die Challenge, die werde ich euch dann auch gleich erst in der zweiten Mission verraten, weil sie es da nicht mehr anbietet, weil nämlich ihr wieder mal, also ihr müsst nicht die zweite Mission wieder mal spielen für die Challenge, aber den Kometen, aber der Kometen ist wieder mal angelehnt an die zweite Challenge und das, plötzlich an die zweite Mission meine ich, und deswegen macht es dann mehr Sinn, das euch da zu verraten. So, das sind neue Gegner, die sind ziemlich kompliziert sogar, das sind Goombas mit einem, scheiße, mit einem Kürbis, ja, sehr schön, mit einem Kürbis auf dem Kopf. Und am besten killt man die mit einer Stampfattacke, denn wenn ich einen Wirbler mache, dann brauche ich sehr viel länger, die zu killen. Das werde ich dann mal später noch zeigen. Aber ihr könnt sehen, die können auch unter sich ein Feuer erschaffen. Weswegen ihr aufpassen müsst, dass die Stampfattacke ihr nicht, okay, ich habe es noch bekommen, die Stampfattacke nicht genau dann macht, wenn sie gerade das Feuer unter sich erschaffen. Weil ansonsten, wie gerade eben gesehen, Mario sich den Hintern verbrennt. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen. Wenn ich eine Wirbelattacke machen würde, dann würde ich erstmal nur ihren Kürbis ihnen abschlagen. Und dann wären sie normale Goombas. Und dann müsste ich noch normal draufspringen oder nochmal eine Wirbelattacke machen und dann noch gegen sie rennen. Was natürlich viel, viel länger dauert als einfach eine Stampfattacke. Das geht auf jeden Fall am besten. Wenn ihr einfach nur draufspringt auf sie in ihrer Kürbisform, wird gar nichts passieren. Deswegen, Stampfattacke ist da schon wirklich das Sinnvollste und auch wirklich besser als ein Wirbler. Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben, aber halt aufpassen auf die Flammen, dass er nicht genau dann eine Stampfattacke macht, wenn gerade die Flammen unter ihnen sind. Okay, gut. Das war schon der erste Checkpoint. Und übrigens, hier die Musik ist auch wieder mal absolut grandios, denn das ist das Geisterhaus-Theme aus Super Mario World, aber ein bisschen geremaked oder geremixed, wie auch immer. Und das hört sich sowas von cool an hier in Galaxy 2. Das ist auch einer meiner Lieblings-Soundtracks aus diesem Spiel. Das ist echt heftig. Und hier übrigens, das Prinzip gefällt mir auch, dass die Plattformen da immer von einer Seite rauskommen oder ja, eigentlich reinkommen und bei der anderen wieder rausgehen dann und ich halt hier irgendwie überleben muss. Ist auch ein ganz cooles Prinzip auf jeden Fall. Also wenn ich hier dagegen laufe, da ist keine Wand, für mich keine unsichtbare. Ich falle hier einfach nach rechts durch, deswegen da auf jeden Fall auch gut aufpassen. Die sind übrigens auch interessant, die Viecher. Wenn ich einmal wirble, dann kann ich die unsichtbar machen und dann darf ich auch gegen sie laufen und nehme dann keinen Schaden. Einfach so gegen sie laufen darf ich natürlich nicht, ist klar. So, und ich kann die auch nicht besiegen. Draufspringen darf ich auch nicht, ansonsten nehme ich glaube ich sogar auch Schaden, wenn ich draufspringe. Oder mache ich das oder prall ich ab? Ich will es mal kurz testen. Ich prall ab und sterbe sogar, ja. Ach man, ey, warum will ich eigentlich immer alles zeigen? Das ist nämlich echt manchmal auch ein bisschen doof, dass ich das immer mache. Naja, auch egal. So, ich kann jetzt aber hier ein bisschen dann schneller durch, das haben wir jetzt schon alles gesehen. Ein bisschen mehr abkürzen, ein paar mehr Weitsprünge machen, weil Weitsprünge sind halt echt super. Aber hier muss ich kurz warten, bis die Plattform da wieder rauskommt, okay. Ich glaube, da hinten kommt dann auch gleich noch, da oben haben wir schon gesehen, da ist ein Checkpoint und eine Röhre. Ich glaube, da hinten ist dann auch noch die Kometen, ich kürze mal hier ab, die Kometenmünze. Die sind jetzt dann hier gleich in der Nähe. So, Plattform, mögest du kommen, dankeschön. So. Und hier nach oben, hier ist sogar eine Treppe, freundlicherweise. Wo ich hier nach oben gehen kann, aber ich kürze mal wieder ab. So, zack. Sehr schön. So, da ist die Kometenmünze. Die holt man sich am besten, indem man hier gleich bei der ersten Plattform, bei dem ersten Weg hier entlang geht, der jetzt gleich kommen wird. Nämlich jetzt. Dann hier entlang gehen.
die sich mitnehmen und wieder hier den linken Weg zurück. Und das war's auch schon. Also ziemlich einfach eigentlich, die zu kriegen, wenn man weiß, wie es geht. Was hat denn hier rein? Was kommt denn jetzt eigentlich? Ah, genau, jetzt kommt noch der Abschnitt richtig, denn wir haben ja schon gesehen, dass es hier rumgeht, um diese Leuchtbeere hier. Und wenn Yoshi die einsammelt, dann wird was sehr Interessantes passieren. Dann leuchtet er nämlich und er macht uns einen Weg, den wir hier sehen können. Und das ist übrigens ganz wichtig anzumerken, es ist nicht so, dass der Weg unsichtbar ist oder so, es ist einfach nur so, dass der Weg überhaupt nicht existiert, wenn Yoshi die Beere nicht hat. Ihr könnt sehen, die Plattform unter mir wird immer kleiner und ich falle jetzt einfach sogar durch den Boden durch, das war jetzt auch interessant. Ich falle einfach durch den Boden durch, wenn die Wirkung der Leuchtbeere vorbei ist. Deswegen auf jeden Fall gut aufpassen, dass ihr immer wieder eine habt, denn wie gesagt, der Boden ist nicht einfach nur unsichtbar, sondern er ist nicht existent, wenn ihr die Leuchtbeere gerade nicht aktiviert habt. Ich kann sie auch, während ich noch eine habe, nochmal benutzen und dann wieder meinen Akku neu aufladen, wenn man so will, und dann eben wieder neue Sachen sehen. Ihr könnt ja sehen, dass das immer alles ein bisschen mehr einschränkt, das Ganze, und eben immer kleiner wird, deswegen immer schön wieder eine neue sich holen. Und nach vorne können wir aber ein bisschen mehr erkennen als nach hinten, also immer in die Richtung schauen, wo ihr auch hinlauft. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass ihr da eben viel erkennen könnt, was da vor euch auf euch so warten wird. Genau. Und deswegen ist das schon ein bisschen ein gefährlicher Ort sogar hier. Es gibt zwar sehr, sehr viele Leuchtbären hier, die man sich holen kann, ja, aber trotzdem ist es halt so, dass hier quasi das alles unsicherer Boden ist, der theoretisch kaputt gehen kann, oder nicht kaputt gehen kann, aber halt verschwinden kann, wenn ich nicht schnell genug wieder eine neue Leuchtbeere einsammle. Und deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt hier schon einige, deswegen so problematisch sollte es dann doch nicht sein. So, ich glaube, da oben ist dann schon der Stern. Ja, ich kann schon Glitzern sehen da oben. Genau. Und da ist er auch schon. Yay. Dum, 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 dum. Unser dritter Stern schon für den Part, glaube ich. Und der vierte wird Outliner folgen, denn wie gesagt, die Challenge ist wieder mal findet wieder mal im Kometen statt und der ist halt angelehnt an die zweite Mission. Deswegen macht es mehr Sinn, euch das dann da zu erklären. Vielleicht haben wir sogar Glück und der Komet taucht sogar jetzt in der Grusel-Äther-Galaxie direkt auf. Ist aber eher unwahrscheinlich. Ich glaube, die Kometen lassen sich immer ein bisschen Zeit und tauchen jetzt erstmal in den früheren Welten auf. Aber vielleicht ja auch doch, wir schauen mal. Ah ne, jetzt taucht er da auf, okay. In der Flaumwandler-Galaxie. Das ist auch interessant. Na gut. Aber den spielen wir auch nicht, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun, wie gesagt. Wir müssen noch einen regulären Stern spielen. Das ist auch keine geheime Mission oder so, das ist einfach eine ganz normale zweite Mission, die auch halt wieder ein bisschen dauern könnte vielleicht. Deswegen machen wir jetzt die als einziges noch in dem Part. So, und zwar, diese nennt sich Bezwinger des Spukkorridors. Ja, was für ein freundlicher und einladender Name. So. Der Anfang natürlich, wie immer, ist dasselbe. Aber das hier wird dann schon ein bisschen tricky. Und genau diese Stelle, darum geht es dann auch bei der Challenge, werde ich euch dann gleich erzählen, was genau damit auf sich hat. Gut. Zuerst mal wieder hier dasselbe, aber ich glaube, das Laufband ist ein bisschen schneller. Oder ist es das? Ja, nee, ich glaube gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, es sind einfach. Aber die Anordnung von den Blöcken und von den Geistern hier ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall. Was ist hier drin? Ja, komm, aktivier halt, was ist hier drin? Sternteile, yay, sehr schön. So, hier ist wieder ein Kampfraum. Und hier war ja eigentlich damals der Stern, aber der ist jetzt da hinten. Und ich muss hier erstmal entlang laufen. Und da ist noch ein Schild. Ein freundliches. Die Behus tun dir nicht. Schau ihnen bloß nicht in die Augen. Niemals. Tihihihi. Was für ein freundliches Schild. Ach ja. Behus, wir dürfen ihnen auf gar keinen Fall in die Augen schauen. Ansonsten passiert was Böses, oder? Sollen wir das mal testen? Oh. Ach ja, ich liebe Behus. Das sind auch so witzige Gegner einfach mal. Dass man eigentlich so furchterregend und dann... Hallo. 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 Okay, ich höre schon auf. So, weiter geht's. So, denn jetzt müssen wir halt hier ein bisschen, also ich glaube, also die zweite Mission ist eigentlich nichts Spektakuläres, auch das ist einfach nur ein bisschen Jump'n'Run-Gedöns halt, wie man es kennt und liebt. Einfach, was zum Teufel war das denn? Einfach halt coole Plattformen hier und hier kommen jetzt auch wirklich halt richtige Behus vor, die halt auch genauso funktionieren eben, wie gerade eben. Ich kann sie angucken, kennt man ja. Und ich kann auch in ihrer Nähe wirbeln und kann sie dann nicht besiegen, also Behus sind normalerweise unbesiegbar in diesem Spiel, ohne spezielle Power-Ups oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, wenn ich wirble, dann kann ich sie ein bisschen auf die andere Seite von mir schicken, wenn mir das irgendwas bringt. Wirklich besiegen oder irgendwas Effektives machen gegen sie kann ich aber nicht. Außer weglaufen oder halt sie angucken. Deswegen vor denen am besten einfach halt immer abhauen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, definitiv. So, also hier auf die ganzen Löcher auch aufpassen. Hui, ich riskiere schon wieder ein bisschen viel, aber ist mir egal. Zack. So, ich glaube jetzt, genau, hier ist es wichtig. Checkpoint. Denn wenn ihr den Kometen spielt von dieser Mission, das ist ein Schattenkomet, dann werdet ihr hier hingesetzt. Also ihr startet dann direkt hier an dieser Stelle und müsst dann hier nach vorne laufen. Das sieht dann sehr ähnlich aus wie jetzt hier gerade auch. Müsst dann hier nach vorne laufen und weil es eben ein Schattenkomet ist, werdet ihr währenddessen wieder mal von Schatten-Marios verfolgt. Und die Challenge ist jetzt eben... Ich muss mal kurz gucken, dass ich auch nichts Falsches sage. Genau. Ja, oh Gott, ey. Pass auf. Die Challenge ist jetzt eben, dass ihr dann den Kometen eben spielen müsst.
Und darauf achten müsst, dass ihr, wenn ihr euch auf einem roten Teppich befindet, wie eben jetzt zum Beispiel hier gerade auch, dass ihr dann niemals springen dürft, also niemals den A-Knopf drücken dürft. Wenn ihr hier auf solchen Steinplatten steht, dann dürft ihr natürlich jederzeit springen, da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen. Hier, aber sobald ihr auf einem roten Teppich steht, also auf einem roten Untergrund halt irgendwie, also hier, oder halt das hier, das ganze Zeug, dann dürft ihr hier nicht springen. Ihr müsst also an diesen Löchern, die hier gemacht werden, irgendwie vorbeikommen und währenddessen auf die Schatten-Marios aufpassen, dass die euch nicht umbringen oder halt treffen. Und das Ganze halt wirklich ohne zu springen, wie gesagt. Sobald ihr dann hier oben seid, dürft ihr dann hier auf den Steinplatten schon wieder springen, natürlich. Und übrigens auch hier am Ende dürft ihr auch springen. Selbst wenn ihr auf so einer roten Plattform seid, das ist ja kein Teppich. Deswegen hier dürft ihr dann auch springen, nur auf den roten Teppichen. Da dürft ihr nicht springen, aber ansonsten jederzeit. Und so dann eben am Ende hier den Stern einsammeln, während ihr halt von den Schatten-Marios verfolgt werdet. Und auch noch aufpassen müsst, dass ihr nicht in die Löcher fällt. Und das ist nicht einfach. Vor allem auch, weil ihr bei einer Stelle kreativ sein müsst und da euch ein bisschen was einfallen lassen müsst. Also bei mindestens, also man muss eigentlich die ganze Zeit kreativ sein, aber vor allem bei einer Stelle. Die ist vor allem schwierig, da drauf zu kommen, vor allem erstmal, was man tun muss. Und deswegen hat diese Challenge auch 5 Sterne bekommen. Übrigens, was sehr witzig ist, ist ja so, dass die beiden Challenges aus dem Part, die haben 4 Sterne und 5 Sterne bekommen. Die beiden Challenges aus dem letzten Part haben 4 Sterne und 5 Sterne bekommen. Und die aus dem vorletzten Part haben 4 Sterne und 5 Sterne bekommen. Es war jetzt immer 4, 5, 4, 5, 4, 5 und immer auch genau in der Reihenfolge. Beim nächsten Mal wird es mal anders werden. Beim nächsten Mal haben wir dann nicht mehr 4, 5, da haben wir dann leichtere. Da haben wir dann, ich kann ja schon mal verraten, haben wir dann 2, 4. Also, das ist dann auf jeden Fall wieder ein bisschen machbarer. Danach wird es immer wieder ein bisschen trickierer. Also, sehen wir dann schon alles. Und, will ich sogar noch... Ja, wir könnten sogar noch eine ganz... Eine schnelle Mission können wir sogar noch machen. Sollen wir noch den ersten Kometen machen? Wir können noch den ersten Kometen machen. Was soll es? Aus der Stern-Yoshi-Galaxie. Das ist nämlich einer, der sehr, sehr schnell geht. Deswegen... Da haben wir noch Zeit dafür. Also das muss ich jetzt eben öfter mal machen hier. Dass ich halt in alte Galaxien zurückgehe und halt dort Sterne, also Kometen halt nachhole. Schauen wir nach Kometen. Wie eben hier zum Beispiel. Aber es ist glücklicherweise so, dass die allermeisten Kometen nur sehr, sehr kurze Missionen darstellen. Und man die ziemlich schnell abschließen kann. Das sollte also da kein Problem werden. So. Und zwar ist es, das Stachy-Problem ist wieder da. Genau. Denn das ist jetzt eigentlich was ganz Cooles. Wir sind hier nur auf dem Anfangsplaneten und hier laufen ein paar viele Stachys rum. Es sind, glaube ich, insgesamt 30. Und wir müssen es schaffen, ich glaube, in 60 Sekunden oder so alle von denen zu besiegen. Wir können aber schon sehen, dass wir Regenbogensterne zur Verfügung haben, um die damit umzubringen. Und genau das werde ich auch tun. So. Hui, mach sie alle fertig. Genau, 60 Sekunden und 30 sind es. Das war eine sehr, sehr machbare Mission. Das ist ja auch der erste Komet, so ziemlich, den man hier spielen kann. Und deswegen, das ist noch ziemlich einfach gestaltet, das Ganze. Es gibt auch genügend Regenbogensterne. Und mit dem Regenbogenstern wird übrigens Mario auch ziemlich schnell, wenn ihr lange damit herumläuft und nicht gerade im Schlammland wie ich. Dann kann er wirklich ziemlich schnell werden und hier auch die Stachys relativ einfach alle erreichen. Und deswegen ist definitiv auf jeden Fall sehr machbar, die Mission. So, ihr könnt sehen, ich habe noch die Hälfte, mehr als die Hälfte der Zeit übrig. Aber schon mehr als die Hälfte der Stachys geschafft. Also, und hier ist sogar noch mal ein Stern. Das ist auf jeden Fall machbar. Die Kamera ist hier eher mein Feind irgendwie, weil der dreht sich immer komisch. Ehrlich gesagt, da hinten ist auch keine, die sind alle hier in der Nähe auf jeden Fall. Und damit fehlen schon nur noch 6. Da ist noch einer und da sind viele auf einem Haufen. Wahrscheinlich noch alle fehlen. Genau, da hinten ist dann noch der letzte. So, na komm her. Stern wieder kurz. Du. Und auch noch der da hinten. Okay. Yay. Das war ziemlich einfach. Und wie gesagt, auch ziemlich schnell. Deswegen, die Kometen können wir oftmals immer dann am Ende noch ganz gut nachholen. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, nicht mehr genügend Zeit vielleicht für eine normale Mission, aber halt für so einen Kometen, der schnell geht, das dürfte eigentlich immer ganz gut machbar sein. Wie gesagt, die allermeisten Kometen dauern wirklich nicht lange. Es war jetzt einer der allerschnellsten, das schon, aber die meisten... Also es gibt eigentlich kaum einen Kometen, der länger als 5 Minuten dauert. Also mir fällt gerade überhaupt gar keiner ein, ehrlich gesagt. Deswegen, die sind immer ganz gut machbar eigentlich. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, war es für diesen Part von Let's Play. Ah, hier ist auch noch einer aufgetaucht, in der ersten jetzt, in der allerersten, in der Hochgartengalaxie. Von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier dann in Welt 3 weitergehen wird. Ich glaube, ich will noch kurz zu Welt 3 zurückgehen, schnell, dass wir es noch von da aus wieder starten können. Und danach beende ich dann den Part. So, zu Welt 3. Und wo stelle ich mich denn hin? Am besten, wir können übrigens hier auch schon wieder weiter und schon Welt 3 sogar abschließen. Was auch sehr witzig ist, gehen wir hier wieder zurück. Genau. Und genau an der Stelle machen wir dann eben beim nächsten Mal hier in Welt 3 weiter. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.